Meine lieben Damen und Herren, was gibt es wieder für Neuigkeiten? Ich glaube, das war ein richtig guter Einstieg. Also in diesem Sinne, ab mit dem Intro. Freunde, wir haben wieder News. Es geht um Mo Abdallah und Kolja Goldstein. Denn Mo Abdallah hat auf Instagram eine fette Ansage gemacht gegen Kolja Goldstein, wo er ihm sozusagen ein Ultimatum gibt. Also entweder er meldet sich und stellt sich zu Wort oder es passiert irgendwas Schlechtes, beziehungsweise Drohung. Versteht ihr, was ich meine? Drohung. Es gab ja auch diesen Beef mit Bösemann und Kolja Goldstein, wo sich aber beide irgendwie dann vertragen haben. Hier der kleine Abschnitt. Ich war überrascht auch. Also positiv überrascht, auch über Kolja Goldstein jetzt selber. Über Kolja Goldstein selber. Ich hatte eigentlich ein komplett anderes Bild von dem Menschen. Ich hab so ein verzerrtes Bild von dem gehabt und musste mir dann eingestehen, dass ich den eigentlich falsch eingeschätzt habe, den Menschen. Über Mo Abdallah habe ich auf meinem Kanal öfters berichtet wegen dem Thema Sinan G und ihm. Er wollte ja auch gegen Sinan G boxen, aber es kam nie dazu. Jetzt kämpft halt Bösemann gegen Sinan G. Und jetzt teilt Mo Abdallah wieder eine neue Ansage, diesmal aber gegen Kolja Goldstein. Ihr müsst euch aber vorstellen, Kolja hat keine Zeit für so einen Blödsinn. Er hat extrem viel Hype, geht gerade den Weg nach vorne und seine Videos kommen gut an. Kolja ist sogar auf dem Kanal von Capital Bra zu finden mit Angie. Also, ja. Da sieht man auch nochmal das Talent von Kolja. Viele behaupten aber auch, dass Mo Abdallah einen Vertrag unterschrieben hat und halt bei jedem Kampf knapp 100.000 Euro bekommt etc. Das sind aber alles wieder Gerüchte, Freunde. Ob das wahr ist, weiß niemand. Hier ist die Ansage von Mo Abdallah. Das war's von mir. Wenn ihr Bock darauf habt, weiterhin Videos von mir zu sehen, dann abonniert diesen Kanal. Bald 20.000, Alter! Das war's, bis zum nächsten Mal und peace out. So, Kolja, ein für alle Mal ist schon ekelhaft genug, dass wir das über diesen Weg hier klären müssen, ja? Bis morgen 12 Uhr meldest du dich, sagst mir, was Sache ist, sonst haben wir beide ein Riesenproblem miteinander, okay? Halt dich einfach an dein Wort.